Agent Pierce, hörten Sie die Aufnahme, die Sie gerade... ...vom Radarsystem gezogen haben. Näher erklären. Die Spur, die wir in Sibirien aufgenommen haben, wurde vor einem Monat richtig heiß. Daraufhin hat die Kompanie beschlossen, eine Antiterroreinheit einzusetzen, um die gestohlene Biowaffe zu identifizieren. Kurz danach haben wir jeglichen Kontakt verloren und sie wurden für tot gehalten. Und das erzählen Sie uns jetzt? Verlange auf dem Weg zum Ziel einen kleinen Umweg, um unseren Mann dort rauszuholen. Er hat vielleicht wichtige Informationen für uns. Missionsziele bleiben unverändert. Sichern Sie die Position für den Angriff auf das Hotel. Uniform out. Teams Funkgeräte prüfen. Razor 3-2, verstehe laut und klar. Uniform. IS 3-1, verstanden. Wir hören dich. Over. Sekundärziel. 3-1 nimmt Position an der Basislinie der Anlage ein, wo unser Mann mutmaßlich gehalten wird. Dort wartet ihr auf Unterstützung von Anderson. Im Klartext, wenn sie keine Kameraden erspähen können, ist die Rettungsaktion abgebrochen. Wir haben keine Zeit, Verstecken zu spielen oder um Fehler zu machen, Leute. Anderson, unser Kommunikationsoffizier Lieutenant Vance wird Sie zum Ziel leiten. Wir können unsere UAV-Drohne einsetzen, wenn das Radarsystem blind ist. Ja, und damit herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play von Sniper Ghost Warrior. Ja, und wir müssen jetzt scheinbar einem Kameraden helfen. Aber erstmal müssen wir hier durchkommen. Zack, weg mit dir. Da drüben sind noch welche. Einmal die Kollege. Zack. So, und da unten ist noch sein Kollege. Nein, das war zu früh. Verflucht. Oh, zwei sind hier noch scheinbar. Ah, da. Und zack. Einmal kurz den Kiefer weggesprengt. Einmal reloaden und da saß er hinter dem Felsen oder hinter der Kiste oder was das da war. Puh, junger Freund, das war nicht nett. Das merk ich mir, du Arsch. Okay, und weiter geht's. Keine Fehler erlauben, wurde uns gesagt. Mal gucken, ob wir es tatsächlich mal schaffen, diese Folge ohne Tod zu überleben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und Leute, ich muss einmal kurz was gucken. Bevor hier jetzt... Ne, sehr gut, passt alles. So, ich hoffe mal, das hat jetzt an der Aufnahme nichts geändert. So, da vorne ist ein Sniper. Moin! Kurz begrüßt, kann ich hier was rausnehmen? Razor 3-2 in Position. Alles klar. F. 3-2, ich beobachte dich. Roger, Unterstützung. Wir stehen bereit für dein Signal. Finden unseren Mann Anderson. Observiere das Gebiet 3-2. Hier sind verschiedene Gebäude, die potenziell das Ziel enthalten könnten. Ich bin dran. Das ist ein Gebäude, das wie ein Restaurant aussieht. Oder zumindest war es mal eins. Vier Männer vor Ort. Aber sie scheinen niemanden speziell zu beobachten. Eine Geisel wäre besser bewacht. Die Jungs sind Profis. Schau woanders. Ich sehe die Yacht in der Anlegebucht. Sieht ruhig aus. Die haben sicherlich schon ausgepackt. Trotzdem kann ich neuen Feinde zählen. Lass das unsere Sorge sein. Sieh dich weiter um. Eine Mi-17 am Hubschrauberlandeplatz. Vier Ziele in Sichtweite. Wie schnell der zählen aber keine kann. Zielperson zu sehen. Over. Verdammt. Bingo. Bestätige die Lage der Zielperson. Großes Apartment mit Glaswänden. Im nordwestlichen Teil der Anlage. Kannst du seinen Status ermitteln, Razor? Positiv. Er lebt, aber sie bearbeiten ihn. Empfehle sofortiges Eingreifen. Alle Teams, grünes Licht für Angriff und Sicherstellung der Zielperson. Erledigen Sie das fix und schnell. Keine Fehler. Gut verstanden, Uniform. Waffen bereit, Männer. Macht euch bereit. Wir mischen die Party auf. Auf dem Weg zum Apartment habe ich verschiedene Engpässe identifiziert. Alles ich werde klar. Koordinieren, sobald ihr darauf trefft. Waffenbereich gefällt mir. Wir sind an Land. Vorwärts zum ersten Engpass. Keller, wenn wir uns in zwei Teams aufteilen, können wir mehr Fläche abdecken und fallen auch nicht so auf. Gute Idee. Nichols, du gehst mit Diaz. Gomez mit mir. Wir umstellen das Apartment von beiden Seiten.
So, und scheinbar müssen wir hier jetzt unseren Kollegen aus der Obhut der Gegner hier befreien. Ist das Bootshäuschen? Wo ist das Bootshäuschen? Ah, da. Wir sind bereit. Wir haben die Treppe erreicht. Die haben wir erledigt. Auf dem Gebäude wirft ein Auge drauf. Macht die Alles klar. Platt. Aber verstanden. Direkte Treffer. Cool. Die Treppe hoch. Beeilung. Zack. Weg mit dir. Okay, Pump. Pitstop. Ich sehe zwei Ziele. Das auf der Terrasse ist zu verdecken. So. Na klar. Zähl. Lass sie uns gleichzeitig ausschalten. Razor 3-2, unser Vorrücken ist gefährdet. Zwei Scharfschützen sind am westlichen Teil der Insel, auf dem Dach. Ich kann denen nicht vor der Nase herumlaufen. Ich brauche Hilfe. Verstanden. Zwei Scharfschützen, alles klar. Erstmal nehmen wir mal den hinteren hier. Ah, komm. Zack, machen wir einmal den. Da. Ziel 1 eliminiert. Jetzt den zweiten anpeilen. Den haben wir. Beide. Und den das machen wir auch mal schnell. So. Zwei Feindgruppen oben ja, und jetzt aber ja mehr als daneben geschossen. Die oben haben Priorität. Wir stehen bereit für deinen Einsatz. Abschuss bestätigt. Und jetzt den zweiten. Alle ordentlich unter den Teppich gekehrt. Verstanden. Wir können dasselbe mit den anderen machen. Dein Ziel ist auf dem Bootsheck. Bedien dich. Bereich ist frei. Roger, weiter geht's. Hammer, sehr gut. Hier ist Diaz. Sind am die haben wir geklärt, das war drei Ziele für dich. Kein Problem, ey. Position. Diesmal bist du allein. Versuche einen Doppeltreffer zu landen oder warte, bis sie sich den Rücken zudrehen. Alles klar, ich regel die eben. Roger. Warte, Moment mal, sehen die ihn? Dann Vorsicht, der Schrauberpilot schnippt rum. Und hier machen wir jetzt einen schönen Doppelabschuss. Zack. Okay, oh lol, er ist doch nicht tot. Dann machen wir den nochmal schnell. Letzter Engpass. Wir brauchen Hilfe mit dem Typen im Gebäude. Ja. Er schaut oben. Abschuss bestätigt. Schalte ein, hier oben erstmal den Boy. Zack. Ich bin dran. Und hier will ich einen Doppelabschuss machen. Ja, nee, ich will warten, bis die hintereinander stehen. Wenn ich genügend Zeit habe. Gucken wir mal. Müsste eigentlich passen. Ich denke mal nicht, dass wir ein großes Zeitschirm haben. Wenn sie sich gleich drehen, dann müsste der eine vor dem anderen stehen und dann. Nee. Okay. Guter Schuss. Ziel linke Seite. Habe ich den einen überhaupt getroffen? Ich glaube ja. Wir sind bereit zum Angriff. Diaz, wie läuft es bei dir? Ah, okay. Habe ich? Wir müssen sie ablenken. Wenn wir sie nicht dezimieren, bevor wir reingehen, sehen wir alt aus. Ich habe eine Idee. Habe einen großen Kraftstofftank am Hubschrauberlandeplatz erspäht. Du hast ein paar Claymores, oder? Ach, darauf willst du hinaus. Wir verminen die Treppe und machen dann ein bisschen Alarm. Keine ich mach das mal vor. Hört sich noch einen Plan an. Wir hauen rein, sobald die ich glaube. Okay. Guter Schuss. Und auf geht's. Abwarten. So, auf außen glaube ich. Strike, die Show beginnt. Los, los, los! Auf mein Kommando, der ist mir nach. Oh lol, jetzt geht hier die Party. Vorrück! Mach mal den. Wir werden beschossen, Cole. Den. Das Feuer auf sie. Ja, der geht zurück. Machen wir mal den. Wallbang. So. Anderson, Anschluss, angreifen! Der liegt, kein Problem. So, hier oben die Mates. Machen wir, ja, der steht. Gute den habe ich. Weiter jetzt. Den habe ich. Habe ich. Erster Stock ist sauber. Vorrück! Dann sollen wir scheinbar oben den Eingang decken. Das machen wir mal. Weit rechts. Sauber. Zweiter Stock sauber, keine Geisel in Sicht. Los, los, los! Ziel in Sicht. Ah, mal gucken, ob da einer rauskommt. Anderson, wir haben ein Problem. Die Geisel hat eine Waffe am Kopf. Warte, die versuchen, den Söldner für dich rauszujagen. Okay, verstanden. Du bist umzingelt. Waffe weg und ich verspreche, dass dir nichts geschieht. Das schaffen wir. Hinter den Kopf von dir. Haben wir einen von uns, der ist in schlechter Verfassung. Uniform Medivac wird angefordert. Verstanden.
Helikopter geht jetzt hoch. Kannst du in V-Mod nutzen, um ihn zu lotsen? Bestätigt. Gute Arbeit, Teams. Keller, Sie und Ihre Männer sichern die Position und warten auf unseren Vogel. Wir werden auch Nachschub und zwei zusätzliche Einheiten schicken. Das haben wir geschafft, Jungs. Gehen Sie voraus und säubern den Weg vom Hotel. 3-1 wird den Treffpunkt per Funk durchgeben. Na, hier soll's hoch. Ich bin dran. Hier soll's hochgehen. Sehr gut. Zack, weiter geht's. Gleichfalls. Bis später, Jungs. Verstanden. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns? Ich bin Profi, alles safe. Mehr Höhlen und Klippen, die sich so, zu einem 300 Meter noch laufen und dann ist stark geht's bewacht, weiter. Man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. Mann. Ah, fuck, gespottet. Ach Moment, die sind hier gar nicht oben drauf. Moment. Die sind unten. Scheiße! Ich wusste nicht, dass die hochkommen können und hinter mir war ja keiner. Wie ist die Lage im Gebiet vor uns, Lieutenant? Mehr Höhlen und Klippen, die sich zu einem Resortbereich öffnen. Ist stark bewacht und man kann nicht sagen, ob während des Angriffs Kommunikationen durchgekommen sind. UAV bewegt sich zum Overwatch. So, mach mich. Wir gehen jetzt mal unten lang. Oh lol, da sind ein paar mehr. Krieg ich einen Doppel, ne? Ne, warte mal, das sind vier. Wenn ich einen Doppel ziehen kann, dann wäre es ja... Könnte ich sogar. Zwei sind tot. Dritter auch. So, wo ist der vierte? Da. Und hier oben müsste noch einer sein. Das ist der hier eben schon war. Die Frage ist, ob hier unten noch einer war, weil eben waren hier vier. Jetzt müsste er über mir sein. Muss ich, dass von da keiner kommt? Mist, ich sehe da keinen. Okay, wir gehen einfach voran. Der dreht, ist ja eh vor uns weggedreht. Infrarot geht an, dass hinter dem Wasserfall ein Weg ist, den du benutzen kannst. Oh lol. Hinter dem Wasserfall ist ein Weg, den ich benutzen kann. Der hier hinten stört mich jetzt gerade doch ein bisschen. Wieso spottet der mich denn so gut, Alter? Ich sehe den halt nicht mal. Ach doch, jetzt. Und hier muss einer sein, wahrscheinlich da oben drauf. Ah, da. So, den haben wir auch. Moment, lol. Das war jetzt knapp. Ah, hier komme ich hoch. Lad mal nach. Ja, sehr gut, hier kann ich rüber. Er ist denn immer noch. Was halten wir den jetzt noch? Scheiße, da ist er. Ich wollte ihm erstmal nur Angst machen. Safe. Und zack. Tschüss. Kleine Rolle gemacht. So, weiter geht's. 21 Meter. Da schwimmen wir doch lieben gerne mal ein Stückchen. So. Hier neben uns ist einer auf jeden Fall. Drei Leute sind hier neben uns. Mal komme ich hier hoch, ohne gespottet zu werden.
Schaut so aus. Die Dinger haben sich gerade alle weggedreht. Zack, wir versuchen es einfach. Jetzt ihn hier. Und... Na komm. So, zeig dich. Den müssen wir noch machen, sonst haben wir den gleichen Rücken. Hier hinter steht er. Oder ist der unten? Da oben. Den habe ich auch. So. So, hier mal rüber, 15 Meter. Не слыхал, чего там с той грузинской снарядой? Нет. Тебя, похоже, это не интересует. Я рад, что не попал туда, а все остальное меня не касается. Я советую тебе пораскинуть мозгами. Босс потерял часть... Hier drin sind die scheinbar. Нет заложников, нет выкупа. А значит, шансы на то, что нам с тобой не заплатят, еще... Oder oben drauf? Думаешь, настолько все плохо? Oh, 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 den habe ich aber gesehen, da, den Schlingel da oben. Oh, Digga, jetzt gerade nervt das Nitrogen echt ein bisschen. Oh, das war fast, fast schief gegangen. Uniform, so, ich bin in Position hin. Auf dem Balkon der Villa. Ich bitte um Überwachung für die Gebäude. Und da hinten scheint gerade die Action zu gehen. Folge meinen Anweisungen. Was war hier? Munition auf jeden Fall. Patrouille am zentralen Gebäude. Du kannst einfach warten, bis er um die Ecke biegt. Alles klar. Er ist raus. Eliminiere den Feind am Bus. Krieg ich keine Anweisung mehr. Am Bus. Sichere Schussfeld für den Kerl an der M2. Ach, den Boy hier unten am Start. Ich sehe, du hast einen alternativen Plan. Bestätigt. Okay, jetzt erstmal den Boy hier. Ja, habe ich. Dann kommt er weg. Und zu allerletzt der nette Mann hier unten. Eliminiert. Den habe ich auch. So. So, dann klettern wir mal nach unten. Oh, das ging aber recht easy. Ich hätte jetzt gedacht, dass das Geschütz da mir Probleme macht. Aber das war ja ganz safe. Ich hoffe mal, der von hinten geht uns jetzt nicht gleich um den Sack, der auf dem Dach, den wir eben an dem wir vorbei sind. Das Paket ist gegenwärtig am Hotel Resort, aber unter schwerer Bewachung. Wir haben keine Bestätigung für Kalalo. Boah, ich dachte, das sieht so einer drin. Müsste doppelt so schnell im Observatorium ankommen. 3-2, du hast einen schwer bewachten Posten etwa 200 Meter nördlich deiner Position. Flankiere ihn am besten von links aus. Roger. Alles klar, wir machen das von hier oben, wo der Sniperino hockt, denke ich mal. Boah, jetzt ist es dunkel, jetzt setzt der Sniperino wieder auf. Ach, guck mal, jetzt haben die mir hier so ein extra Häuschen gebaut zum Snipen, das finde ich nett von denen. Guck mal, sogar bewacht, damit mir ihn keiner wegnimmt. Zack, moin. Hallo. Du hast da was. So, komm mal mit hier. Leg dich mal hier ein bisschen schlafen, ne? So, wollen wir dann mit dem Gilly alles sauber wischen. Alles klar. Ja, ist gar kein Problem. Ich habe ja wohl mehr als ein klares Bild. Ich bin Profi. Oh, hallo, ich bin Profi auf. Auszeit, so. Zack, erstmal hier oben den Slipperino wegmachen. Ihr könnt gerne gerade einen roten Punkt, kann ich den eben haben. Das wäre nett. Doch, gib mir jetzt einen scheiß roten Punkt, Alter. Geht doch. Und zack. Silverino mal oben da weggemacht. So, dann den hier. Der haben wir auch. Da noch irgendwo einer dran. Guter Schuss. Keine weiteren Hindernisse entdeckt. Du kannst weiter zum Opfer. Zack! Und dem einen noch schön die Kniescheibe zertrümmern. Logisch. Ich melde mich, sobald ich ankomme. Wie gesagt, ich bin Profi. So, weiter geht's. Also so schwer bewacht war der Posten jetzt nicht.
Aber vielleicht kommt das ja noch. Schönen alten Ural hier stehen. So, 70 Meter. Oh lol, ich war zu nah am Feuer. Habe ich Schaden bekommen? Ja. Alles safe, ich bin Profi. So. Drei Leute, okay. Oh, die kommen auf mich zu. Jungs, ich probiere jetzt was. Nein, nein, nein! Du Wichser! Wo bist du, wo bist du, wo bist du? Da bist du. Kurz mal verarzten. Ah, habe ich auch. Sehr gut. Das war jetzt mehr Luck als Verstand. Aber nebenbei, wir sind halt Profi. Daran lag's. So, Leute, aber ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt uns das doch mit einem Like oder schreibt was in die Kommentare, was wir verbessern können. Ja, bald geht's weiter und bis dahin. Tschüss.